Hier, die Route fahren wir. Wir starten hier, dann geht's hier runter, Military Base und dann einmal rum. Da steht Martha im Van. Es ist ihr viel zu heiß. Ich laufe eben kurz zur Aussichtsplattform. Wir sind hier in Barderas Reales. Das ist so ein riesen Wüstenpark, der relativ grün ist, wahrscheinlich jetzt noch nach dem Winter. Aber im Sommer ist ja 50 Grad oder so bestimmt. Ich zeige euch das Ganze mal. Das ist die ganze Landschaft. Ja, hier sieht man einmal die verschiedenen Berge. Genau. Was ist hier noch? Hier ist andere Richtung. Da liegt sogar Schnee da oben auf dem Berg. Sieht man das? Ich glaube nicht ganz. Krass. Hier nochmal in die Richtung. Der ist so dieser Favorite Berg, wo viele stoppen. Der soll ganz geil aussehen. Ja. Na gut, let's go. Also wir sind angekommen, hier beim Main Spot, hier hinten in die Richtung ist noch ein Canyon, da blende ich euch jetzt die Drohnenaufnahmen ein, viel Spaß. Ganz schnieke alles aus, aber es ist extrem heiß und jetzt schon. Und ja, man könnte sich jetzt hier noch länger aufhalten. Es gibt halt diese Route, die ich euch am Anfang gezeigt habe, wo man rumfährt. Wir haben uns jetzt aber entschlossen, die nicht zu machen, weil es einfach so eine Schotterpiste ist. Und ja, wir fahren weiter. Wir werden jetzt gleich tanken und dann mal gucken, ob wir noch heute Richtung Barcelona. Also wir fahren auf jeden Fall Richtung Barcelona, aber wie weit wir noch kommen, da halten wir euch auf dem Laufenden. Also bis später.
So, wir haben gerade gegessen. Martha hat leckere Tortellinis gemacht. Wir waren so hungrig, dass wir komplett vergessen haben, noch irgendwie zu filmen oder so. Ja, und jetzt machen wir kurz eine Pause, haben jetzt geguckt, wo wir hinfahren. Wir haben uns entschieden, wir machen heute fast die ganze Strecke. Also wir fahren kurz vor Barcelona. Dann können wir da 2 Tage noch mal ein bisschen chillen. Martha kann sich erholen. Sie hat ja am Samstag dann ihren Workshop. Ich habe am Sonntag ja meinen Geburtstag. Das heißt, die Tage sind wir in Barcelona und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann von Montag bis Donnerstag rausfahren oder da einen Stellplatz finden. Ist eigentlich ganz geil, Barcelona, aber ist halt echt gefährlich mit Camper, weil die halt da die ganze Zeit knacken. Also die Camper aufreißen. Camper aufbrechen und dann kann man das auch nicht richtig genießen und der überwachte Platz kostet glaube ich 30 Euro pro Tag und das ist dann ein bisschen zu viel. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt weiter, haben hoffentlich eine gute Fahrt ohne Staus, ohne nichts und das Gute ist, jetzt kommt viel Autobahn. Die haben jetzt seit letztem Jahr hier das Stück ab Saragossa bis kurz vor Barcelona oder beziehungsweise, ja, ich bis Barcelona. Es war eine private, also AP-Autobahn und die ist jetzt wieder im staatlichen Besitz, das heißt, die ist kostenlos. Das heißt, da können wir ganz entspannt fahren. An sich fahren wir eh nicht schnell, weil wir fahren so 80 immer, weil das halt echt spritsparend ist. Aber es ist halt viel entspannter auf der Autobahn 80 zu fahren. Als wenn du durch diese ganzen Dörfer fährst, dann hast du Kreise, musst du ja, Kurven fahren und so, dann poltert alles immer hinten und auf der Autobahn Tempomat und ja, ganz lockere Fahrt. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch heute Abend rasiere oder erst irgendwie am Freitag frisch fürs Wochenende. Gucke ich dann. Auf jeden Fall genieße ich hier gerade die Aussicht. Und ja, Martha macht sich noch ready für die Abfahrt und dann geht's weiter. Angekommen an unserem Stellplatz für die nächsten 2 Tage. Wir füllen eben kurz Wasser auf. Das ist immer nervig, wenn man das hier reindrücken muss. Und dann. Muss Martha hier halten. Der Tank füllt sich langsam. Wir haben schon die Hälfte. Und ja, dann gibt es gleich noch leckere Empanadas. Und nicht, dass es abbricht. Ja, wir haben hier noch 2 andere Camper. Da hinten steht noch eine. Sieht man den? Ja, aus Holland. Ich weiß nicht, was das hier ist. So Hundehütten. Ja. Naja, auf jeden Fall geht da hinten schon die Sonne unter. Und wir sagen auch gute Nacht.